Bevor in wenigen Stunden das erste EHF-Pokalspiel 2015 für den SC Magdeburg stattfindet, lud die IFA Rotorion im Rahmen der Hierbleibe-Messe im Kulturwerk Fichte zur Autogrammstunde ein. Das Job- und Recruiting-Event Hierbleiben Magdeburg stellt bereits zum 5. Mal Stellenangebote und Unternehmen aus der Region vor. Wer in der Region bleiben möchte, kommt auch nicht am SCM vorbei. Am Stand von IFA Rotorion erfüllten Jakob Baggerstedt, Jure Natek und Michael Damgard Autogrammwünsche. Ebenso hatten die Messebesucher die Gelegenheit, sich gemeinsam mit den SCM-Handballern fotografieren zu lassen. Während sie Autogramme schreiben, ist ihr noch unbekannter Gegner Çogoy KK in den Köpfen der Handballer. Ja, natürlich ist das alles ein bisschen anders. Wir kennen den Gegner noch nie so gut und muss ein paar Videos noch gucken. Haben schon gestern erste Clips gesehen und ja, das ist auf jeden Fall was anderes. Aber ich glaube, wir sind Favoriten, wir sind bessere Mannschaft und ist auch klar, für was bei uns geht. Und ja, wir müssen und werden dieses Spiel gewinnen. Auch Michael Damgard hofft auf seinen internationalen Spieleinsatz für den SCM. Alles gut. Ich habe mein erstes Training gehabt gestern in die letzten 2 Wochen. So, und das war gut. So, ich glaube, das ist alles gut, ja. Du bist also positiv auf morgen? Ja, wirklich. So, ich hoffe zu spielen. Jakob hat nicht nur die Vorbereitung auf den nächsten Gegner im Kopf, sondern auch die baldige Geburt seiner ersten Tochter. Ja, das ist mehr vor dem Training und nach dem Training, nicht so viel im Training oder im Spiel. Dann hat meine Mannschaftsbetreuer die Handy und gibt mir Bescheid, wenn etwas passiert. Aber wenn ich bin auf dem Spielfeld, versuche ich so gut wie möglich auf das zu konzentrieren. Steigt denn jetzt auch schon so ein bisschen die Vorfreude? Merkst du das auch vielleicht im Spiel? Ja, ein bisschen, aber ja, ich denke, dass alles läuft gut. So, ich bin sehr gespannt und hoffe, dass es schnell kommt. Hierbleiben heißt es nicht nur für die Messebesucher, sondern auch im EHF Cup will der SCM hierbleiben.